einen wunderschönen Samstagmorgen, 18. Dezember, Wochenende. Ich hoffe, ihr habt ausgeschlafen und wir sprechen an diesem Samstagmorgen nochmal über AirPods. In dem Fall mein betagtes, aber super beliebtes Pro-Modell. Das sind die, logischerweise, Original-Kopfhörer, aber mit anderen Aufsätzen. Also diese Silikonaufsätze sind getauscht. Das sind die von Symbio und die haben so einen kleinen orangenen Untermantel. Wenn man sie so auseinanderfaltet, dann sieht man den. Und der knauscht sich zusammen und dann sitzt das so ein bisschen angenehmer im Ohr. Bei mir zumindest. Es ist eine Alternative. Eine Hybrid-Alternative zwischen sowas wie den Comply, diesem Comply-Foam, den ich auch schon öfters und länger verwendet habe, der sich so komplett zusammenknautschen lässt, und den Apple Original. Die sitzen so in der Mitte von diesen beiden, haben so ein bisschen Untermantel und dieser Untermantel, der trägt sich ganz nett, muss ich sagen. Man kauft die in einem Dreierpack in drei verschiedenen Größen und dann stöpselt man die einfach auf seine AirPods Pro, da braucht man keine Werkzeuge, die klippt man da einfach drauf, da braucht man vielleicht ein bisschen Feingefühl. Feingefühl ist empfehlenswert. Für die AirPods Pro, die Symbio Eartips mit so einem orangenen Untermantel, damit das Ohr so ein bisschen besser ausgefüllt ist, ein bisschen besser noch abschließt und auch für Leute, die einfach so ein bisschen mehr oder anderen Spielraum wollen bei ihren Ohrstöpseln. Für die AirPods Pros passen natürlich weiterhin ins Case, logischerweise, sonst würde ich sie nicht empfehlen. Vielen Dank fürs Zuschauen, schönen Samstag, wir sehen uns morgen an dieser Stelle wieder.